Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Part Samanmara. Es regnet und ich muss Kanonen herstellen. So war das doch. Hier waren wir noch. Bananenkanonen. Zwei Bananenchen, Kanonenchen. Wo war das? Hier nicht. Ach, das müssen wir ja bei der Kollegen. Und die Inseln erkunden müssen wir heute auch noch. Das ist unsere nächste Mission. Mission. Holz brauchen wir. Und Metall. Stimmt, ein bisschen Metall brauche ich noch. Wir müssen noch Holz holen. Das wollte ich eigentlich offscreen machen, aber. Und für die Fässer Sprengstoff, wie war das damit? Was mit Sprengstoff? Da brauchen wir noch Holz für. Dann würde ich auf die Ozeane fahren. Vielleicht wären wir. Die neuen Inseln erkunden können wir da auch gleich hier. Können wir alles auf einmal machen. Können wir die Fragezeichen auf der Map ausfüllen. Und dann gleich in demselben Zuge noch ein bisschen Holz auf dem Wasser sammeln. Weil so viele Bäume haben wir hier nicht mehr, die wir abbauen können. Ja. Wir haben auch nichts mehr richtig zum Pflanzen. Nicht mehr wirklich was. Die Orange könnte man neu pflanzen. 5 Orangen. Dann machen wir das doch glatt. Bevor wir nochmal in die Mine gehen, nochmal nach Erz. Nach Eisen ausschauen. Muss schon halten. Ein paar mehr Bäume für die Insel. Kann nicht schaden. Wir brauchen bestimmt irgendwann mal wieder Holz. So, hier ist es ziemlich kahl. Da können wir mal wieder welche hinstellen. Ich mal ein paar Bäume pflanzen. Die Kakaopflanze können wir eigentlich auch. Wir müssen nochmal Strand platzieren. Na komm. So, jetzt haben wir doch wieder 5 neue Bäume. Wir können das doch hier wachsen und gedeihen. Jetzt regnet sowieso gerade. Deshalb ist das sehr gut. Regenwetter. Es ist gut, Sachen anzupflanzen. Ist keine schlechte Idee. Hier wächst schon ein Kakaobaum. Stehen wir einen zweiten daneben. Kakaopflanze. Sehr schön. Können wir die schon schütteln? Können wir. So eine neue Kakaobohne runternehmen. Und gleich wieder anpflanzen. Sehr schön. Machen wir hier eine Kakaoplantage am Strand. Die hat gerade so ein paar. Hat gerade einen gewissen Witz im Kopf, aber. Das Spiel ist kinderfreundlich. Das ist, ja. Ich spaß mir mal. Ja. Ihr könnt es euch vorstellen. Ihr könnt euch den Witz denken. In Bezug auf die Kakaoplantage. Lassen wir es. So. Ja, da brauche ich noch ein bisschen. 16 haben wir jetzt. 17, 18, na, noch ein bisschen Eisen für mich auf der Insel. Ansonsten muss ich hoffen, dass ich irgendwie auf anderen Inseln ein bisschen was ernten kann. Wir werden wegen Holz sowieso uns auf den Weg machen. Und nach Holz im Wasser suchen. Vielleicht finden wir da auch ein bisschen Metall. Tiere müssen gefüttert werden, sonst geben sie keine Milch. Ja, das ist gut. Was haben wir denn leider gerade keinen Weizen dabei? Ja, wir misshandeln in unsere Tiere hier. Das Schwein kommt auch erstmal mit. Tja, haben wir noch keinen Stall dafür. Haben wir das nicht schon gemacht? Haben wir nicht schon mal
Stall für Braut. Für das Ding. Für das Schweinchen. So. Hier wollen wir nochmal nach hinter dem Silberinselchen. Gibt es eine Eiseninsel? Auf der Eiseninsel gibt es kein Eisen. Das ist das Interessante. Also erstmal nach Westen oder nach Süden. Zwei nach Westen und eins nach Süden. So ungefähr. So. Die Steuerung wieder kapieren. Ja. So lange ich hab doch letztens erst aufgenommen. So lange ist es doch nicht her, dass ich mal aufgenommen habe. Das ist doch eigentlich. Ist machbar. So. Eisen, das ist auch gut. Holz brauchen wir. Ganz viel Holz. Immer durch die Fässer fahren. Das können wir gebrauchen. Stein brauchen wir gerade nicht so sehr. Im Westen müssen wir. Holz. Sehr schön, jetzt habe ich drei Holz. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Ja. In den Westen. Dort entlang. Auf eine See. So an das Einsammeln, was uns in den Weg kommt. Wir haben es nötig. Den Müll sammeln wir auch gleich mit rein. Eisen. Oh, wir haben Eisen voll. Sehr schön. Brauchen wir noch Holz. Ich glaube, einmal müssen wir noch Richtung Westen. Und Geld ist auch nicht übel. Damit können wir uns zur Not was kaufen. Und jede Menge Holz. Verlassene Station. Okay, ich glaube, jetzt mussten wir nach Süden. Gut, dann vielleicht nach Norden. Erstmal. Da sind wir schon zu weit gefahren. Dann erkunde ich weiter gehen Norden. Mach mal so. Bin ich eins zu weit nach Westen gefahren, bis im Osten da rausgekommen bin. So kann es auch mal vorkommen. Hier gibt es neue Inseln. Vergessene Insel. Aha. Ich habe etwas Vergessenes wiedergefunden. Das kommt mir aber selten vor. Das kommt bei mir wirklich selten vor. Etwas Vergessenes wiederfinden. Sehe ich da etwa Eisen? Egal, brauche ich nicht. Ist Silber. Ich habe noch Eisen mit dabei. Auf dieser Insel kann man bestimmt ein spannendes Abenteuer erleben. Ich hoffe, du wirst nicht vergessen, während du auf dieser Insel bist. So. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen Materialien, die wir ausbeuten können. Ich habe Stein, Silber und Eisen. Okay, wohnt hier jemand? Guten Tag. Ein Schwein. Ein Schwein. Ja. Ein Trüffel. Das ist so ein bisschen Eisen sammeln. Korn muss sich ausruhen. Korn muss Müll aufsammeln. Korn muss die Insel erkunden. Ausruhen. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Oh, was zu essen. Das ist gut. Pilze. Na komm. Nicht, dass wir das jetzt jemanden klauen, aber. Ja. Bisschen Kräuter für den Tee. Eine kleine Blume.
Dieses Wasser sieht ungesund aus. Ich sollte aufpassen, wenn ich meine Füße hineinstecke. Okay. Versuche rüber zu kommen. Okay, ich stecke meine Füße einfach rein. Aha, was haben wir da genommen? Interessant. Eine Vase. Salat haben wir noch ein bisschen. Eine Vase. Eine uralte Vase, die früher eine Flüssigkeit enthielt, die Flüssigkeit der Quellen ähnelt. Aha. Okay. Das klingt ja ganz interessant. Hier noch so eine Frucht. Nehmen wir mit. Professor zerstören. Was drin ist mitnehmen. Oh, Baumwolle. Können wir gebrauchen. Ein paar Blumen. Gut. Was gibt's hier noch? Eine Brücke über den Dschungel. Ein Ananas. Sehr schön. Ich hoffe, die können wir auf der Insel anpflanzen. Haben wir noch keine Ananasbäume. Oder Sträucher. Wir wollten Apfel haben. Eichhörnchen. Was wollt ihr nicht? Apfel ist das nicht. Hm. Das sind die Ruinen der Wächter, von denen Gaia mir erzählt hat. Was? Was sind das? Sind wir hier an dem Schlüsselpunkt der Geschichte angekommen oder was? Ich glaube es ja kaum. Hm. Werden hier von wilden Eichhörnchen angegriffen. Aha. Ich habe noch ein bisschen Eisen. Holz gibt es auf solchen Inseln eher weniger. Die Bäume können wir nicht abbauen. Dürfen wir dann nicht abholzen. Das wäre es ja noch. Holz muss ich suchen im tiefen Ozean. So, wieder mal ein Boot und einmal schlafen bitte. Und weiter geht's am nächsten Tag. Gehen Norden, wenn mich alles täuscht. Müssen wir da jetzt in den Norden weiter voran. Holz ist eine gute Sache. Ich brauche mal gerade. Das war jetzt Hüten. Das war Geld. Dieses Holz brauche ich auch nicht. So, hier neben der Düsterinsel. Weiter nach Norden. Vergessene Insel. Okay, verlassen wir die vergessene Insel. Hauptsache wir vergessen sie nicht. Und können irgendwann wiederkommen. Okay. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. So schaut's aus. Die nächste Insel. Was haben wir jetzt zu erkunden? Entdecken wir hier. Oha, Piratenschiff stehen geblieben. Ich möchte mit dir reden. Es bleibt wirklich stehen. Nicht wirklich sprechen. Hey. Mr. Echo, und vergiss meine Trüffel nicht, sobald du sie hast. Nun ja, ich werde dich schon finden. Ich habe einen Trüffel. Nimm. Und nun? Ich habe den Trüffel gegeben. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt? Ah, welch ein herrlicher Trüffel. Ausgezeichnete Arbeit, Matrosen. Gut, ich hoffe, das alles ist, was du brauchst. Ja, das ist alles. Das wird ihnen ein Lehrer sein. Nizio hat mir von dir erzählt. Was wirklich?
Ja, er hat mir gesagt, dass du eine hervorragende Rennseglerin abgeben würdest. Iriti andererseits, sie ist die allerbeste. Gegen einen fairen Preis könnte ich dir helfen, den Ausgang eines Rennens zu bestimmen. Schließlich bin ich der Schiedsrichter. Ach, den Schiedsrichter bestechen oder was? Aha, ich glaube nicht, dass wir den Betreiber bestechen können. Der hat eine goldene Uniform an. Und ein Pirat. Du verstehst, was ich meine, oder? Du könntest wirklich eine gute Piratin werden. Eine großartige Piratin. Trüffel? Okay, was will er für 200 Milliarden von mir haben? Hey, kleine Kapitänin. Wie du weißt, bin ich ein vielbeschäftigter Pirat. Ich kann nicht anders selbst erledigen. Könntest du mir ein Sandwich bringen? Wenn du ein Sandwich willst, mach es dir doch selber. Kindchen, ich bin der größte Pirat in ganz Mara. Widerspreche mir nicht. Oder du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Und jetzt bring mir mein Sandwich. Bitte. In Ordnung. Neues Rezept. Ich muss ein Sandwich machen. Na toll. Was haben wir denn hier für eine Insel? Piratenbucht. Guldinselchen. Deshalb schippert der Kollege auch hier rum. Auf dem Goldinselchen. Ein bisschen Rohgold einsammeln. Kann man später zu Goldbank schäften. Hier die Bälle mitgenommen. Ja, haben wir auch mal ein Goldinselchen gefunden. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, die Heimatinsel mitnehmen. Damit wir den Baum pflanzen können. So, und Gold. Ja, damit. Ein bisschen Gold können wir hier schon sammeln. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Sehr schön. Jetzt nicht ohnmächtig werden. So, hier gibt es noch mehr. So, was können wir hier noch essen? Die Bananen können wir nicht essen. Die Mangelana können wir essen. Okay. Die Ananas behalte ich noch. Die bräuchte ich. Na komm. Auch nicht schlecht. Ein hübsches Bild. Da unser Boot. Hier ist ein anderes Boot. Trotzdem mal ein Foto gemacht. Abenddämmerung. Hier können wir noch ein bisschen was ernten oder können wir es nicht? Wir tun es einfach. Wassermelone. 6 Stück. Diesmal rührt niemand meinen Garten an. Okay. Hat jetzt super geklappt. Dass niemand in den Garten angerührt hat. Hast ja spitzenmäßig aufgepasst. Zu erschöpft. Ah, hier gibt es noch Goldbarren. Sehr schön. Koalas ist. So wirst du nie eine gute Zwergin. Wenn ich hier mal. Wenn du immer umkippst hier. Beim kleinsten Graben. Bisschen was graben und schon. Gibt's um. Ist doch nicht wahr. So. Ich glaube aber, ich würde mal langsam weitergehen. Da ist noch ein bisschen Gold. Das nehmen wir natürlich mit. Gold, 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 Gold. Der Zwerg nimmt Gold mit. 22 Gold, 23. Nicht schlecht. Können wir uns schöne Goldbarren rauscraften. Die war hoffentlich nicht für eine Quest gebrochen.
Sollen wir einfach behalten. Als Schatz. Jo. Weiter nach Norden, würde ich sagen, oder? Nach Norden wollten wir. Jo, so sieht's aus. Nach Norden. Müssen wir wahrscheinlich wieder einen kleinen Schlenker machen, bevor wir weiter nach Westen können. So wie es auf der Map aussieht, kommen wir da dann auch nicht mehr weiter. Da haben wir dann oben eine Sackgasse. Stein, ich brauche jetzt keinen Stein. So. Im Norden. Ach du Schande. Was haben wir denn hier? Eiserner Koloss. Das ist ein Ort in Mara entdeckt. Oh, schau mal. Ein Kais Koloss. Ich hoffe, dass ich eines Tages sehe, wie sie ihn denkt. Ach so, ich dachte schon. Ein böses Ding. Kais Koloss. Hat mich kurz mal ein bisschen erschreckt. An den können wir hier nicht. Sehr schade. Du hast fast keinen Treibstoff mehr. Besuche eine Mahana-Quelle. Ja, hier können wir nicht raus. Das ist schade. Nach Westen. Ey, ist schön. Ja, wir sind ja auch schon ziemlich nördlich. Im Nordpol. Hier ist nichts. Offenes Wasser. Da können wir hier ein bisschen am Nordpol lang. Ich hoffe, wir bleiben hier nicht am Nordpol stecken. Schwierige Sache. Nee, schlafen wollte ich gerade nicht. Abschleppmission bis zum Nordpol wird arschteuer. So sieht's aus. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier sind wir. Hier haben wir wieder ein Fragezeichen. Um was zu erkunden. Drum haben wir eine Insel. Eine Eisscholle können wir nicht anlegen. Sehr schade. Ein großer Eisberg. Aha. Anlegen hier irgendwo. Ja, ich weiß, dass mein Tank an ist. Hier haben wir doch wen. Hallöchen. Ach, das ist Taimi. Taima. Chor, machst du Musik? Natürlich. Ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Instrumente. Es wäre so toll, eine Band aus musikalischen Robben zusammenzustellen. Ich kann dir helfen. Ich habe hier eine Blaupause für eine Ponton-Trommel. Es sieht etwas verwirrend aus. Lass dir ruhig Zeit. Sie haben keine Eile. Okay. Eine Trommel. Ja, wir lassen uns damit wirklich Zeit. Wir haben hier jetzt andere Sachen zu machen. Die Kanonen zum Beispiel. Um hier mal weiterzukommen. Können wir noch weiter? Ne, wenn wir im Norden von kommen, wir zu. Im Süden wieder raus. Grüße an die Grüße an die ganzen Flat Earther. Flache Erdentheorie. Auch hier im Spiel ist das so. Na, Papa, wir haben gar keinen Treibstoff mehr. Lass uns Caleb anrufen. Sind Fragen, ob er uns zurückschleppt. Vom Nordpol. Tja, dann mal nach Quelis. So, von Quelis aus wieder los. So, hier, zack. Mal ein bisschen Kraftstoff aus der Quelle holen. Hier ist es. Gutes Beispiel, leuchtendes Beispiel für die, leuchtendes Vorbild für die Realität. Maras Brut, das läuft mit Wasserstoff. Das ist Wasserstoffantrieb. Wir nehmen das Wasser aus der Quelle für den Antrieb. Es ist.
Ich meine, das Quellwasser geht auch irgendwann alle. Das ist jetzt nicht das Umweltbewussteste. Ich meine, sie kostet auch irgendwie die Wasserressourcen hier aus, aber die Quellressourcen. Aber im Prinzip ist doch schon mal. Ja, gehen da zu einer Wasserquelle, füllen den Tank auf. So sieht's aus. Wir haben ja einen Wasserstofftank. Kann man sich mal in der Realität ein bisschen was von abschneiden. Siste. Umweltbewusste Kur. Umweltbewusstsein. Und guter Antrieb. In Samanmara. So schaut's aus. Jetzt muss ich hier mal mit dem Schiff ein bisschen weiter segeln. Segeln, rudern. So zur Perleninsel. Bin pleite, deshalb geht das umsonst. So nach Norden muss jetzt, glaube ich. Ja, nach Norden. Ganz spannende Musik hier. Okay, langsam sollten wir vielleicht auch das Holz zusammen haben. Könnte sein. Weiß ich nicht. Ein bisschen was haben wir schon gesammelt auf dem Meer, auf der offenen See. Auwei. Vituare Atoll. Ist ein neuer Ort in Mara entdeckt. Auwei. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin will. Das sieht nicht sehr freundlich aus hier. Zum Glück kann man in Mara nicht sterben. In Samanmara. In Mara auch nicht wirklich. Quest. 12 Holz habe ich zusammen. Schießpulver. Können wir das schon machen? Das Bananenschießpulver. Können wir machen. Da brauchen wir nur 3 Holz für. Kommen wir mal gleich zurück zur Insel. Zur Heimatinsel und das mal fertigstellen. Was haben wir denn hier? Ein leuchtender, radioaktive Kaninchen oder was? Was hier passiert? Was könnte dieses riesige Ding sein? So wie die Kaninchen hier aussehen. Nichts Tolles. Ach, da haben wir doch schon jemanden, den wir kennen. Oder etwa nicht. Ein bekanntes Gesicht. Hallöchen. Reden. Diese Insel hat großes Potenzial. Wir können sie sehr leicht umgraben. Davon will ich nichts wissen. Aha. Die haben hier wieder so ein Ungetüm aufgestellt. Womit sie Bohrinseln installieren wollen. Das ist eine Bohrinsel. Das ist eine Art dieser Sache. Okay. Aha. Mal was für Thumbnail. Interessant. Mal wieder ein paar düstere Inseln. Also jetzt könnten wir hier noch lang und dann zurück zur Heimatinsel. Können wir hier noch den Bogen machen und die Perleninsel. Weiter nach Westen und dann haben wir unser Boot gelassen.